Wie kommst du dazu von Red Bull Salzburg, vom großen Red Bull Salzburg zum kleinen FC Wil? Ja, beim Kollegen auch schon gesagt. Also für mich ist das hier genau der richtige Step, die Philosophie des Vereins auf junge Spieler zu setzen. Trainer, Staff, alle sehr, sehr nett, schon Kontakt gehabt. Und wie gesagt, für mich ist das wichtig, den nächsten Step zu gehen. Und das ist genau der richtige Ort dafür. Auch zugegeben, musst du auf der Karte nachschauen, wo dieses Wil liegt. Da gebe ich zu, ja, aber schnell gefunden und ja, sehr schön gelegen. Also ich mag es sehr. Ziehe jetzt heute meine Wohnung ein und ja, wie gesagt, fühle mich sehr heimisch schon. Jetzt nehme ich an, du kommst mit der klaren Ambition, die Nummer 1 beim FC Wil zu werden, stimmt das? Genau, so sieht es aus, ja. Wie sehen dann deine langfristigeren Pläne und Ziele aus? Langfristiger mache ich jetzt noch nicht. Also für mich ist jetzt mal Priorität hier zu spielen, erfolgreich die Saison zu gestalten und ich denke, dafür haben wir die Qualität. Was da nach der Saison ist, das, damit beschäftige ich mich noch jetzt nicht. Konkret, was könnte das heißen, erfolgreich zu sein beim FC Wil? Ja, also ich denke, letztes Jahr hat man schon gesehen, dass da viel möglich ist. Klar, aufgrund einer jungen Mannschaft sind da nochmal Höhen und Tiefen dabei. Aber ja, ich denke, ich bin jetzt auch schon mit einer der Erfahrensten hier und kann da auch von hinten raus ja, die Mannschaft führen. Das ist auch mein Ziel. Und ja, dann konstant gute Leistung zu bringen und da oben mitzuspielen, denke ich, ist auf jeden Fall drin.